Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen hier im Kino des Deutschen Filmmuseums zu unserer Reihe Lecture in Film. Gutes neues Jahr, kann man auch noch sagen. Es ist die sechste Veranstaltung in dieser Reihe und das Ganze steht unter dem Motto Easier Than Painting, die Filme von Andy Warhol. Und ja, ich möchte nochmal in Erinnerung rufen, was hier bei der ersten Veranstaltung im Oktober gesagt wurde. Hier soll nämlich ein wenig der Versuch gestartet werden, zu zeigen, dass Warhols Filme wichtiger sind als seine Soupcans. Und ob das wirklich zutrifft und stimmt, das werden wir sicher noch merken im Laufe dieser Reihe. Vielleicht werden wir heute auch ein wenig mehr Erkenntnis noch dazu bekommen. Wir haben heute eine ganz tolle Referentin auch da und vor allen Dingen auch einen ganz tollen Film, den man sehr, sehr selten sieht. Denn der ist erst vor wenigen Jahren restauriert worden. Entsprechend ist er noch nicht so im Umlauf gewesen wie vielleicht einige andere Warhol-Filme. Und ja, der ist passend zum neuen Jahr ganz so als Happy End ganz kurzfristig bei uns heute angekommen, weil zuerst ein falscher Film bei uns gelandet ist vom MoMA. Das hat den tollen Nebeneffekt, dass wir heute nicht nur Mrs. Warhol sehen können, sondern wir werden nach der Diskussion zu Mrs. Warhol, also es wird zuerst die Lecture geben, wie immer, dann die Diskussion, dann den Film, dann die Diskussion und nach dieser Diskussion werden wir nochmal eine Screen-Test-Rolle sehen, wo unter anderem Salvador Dali und Baby Jane Holzer zu sehen sind. Das lohnt sich also auch nochmal, die zeigen wir dann direkt im Anschluss. Das als kleiner Startschmankerl ins neue Jahr. Bevor ich das Wort abgebe an Marc Siegel, der ja die Reihe mit drei anderen universitären Kuratoren mitgestaltet hat, möchte ich noch auf unser Rahmenprogramm hinweisen, unser Begleitprogramm. Wir haben nämlich eine Begleitreihe, wo es um das Thema Popkino geht und die nächsten beiden Wochen, immer mittwochs und samstags um 18 Uhr, ist alles dem blauen Dunst gewidmet. Wir zeigen zunächst Coffee and Cigarettes von Jim Jarmusch und dann Blue in the Face von Paul Auster und Wayne Wang. Da kann man dann auch Lou Reed nochmal auf großer Leinwand bewundern. Auch der hat ja einen engen Warhol-Bezug. Also da unbedingt mal reinschauen. Und ja, ansonsten bleibt mir nicht viel zu sagen, als das Wort abzugeben an Marc Siegel und viel Spaß heute Abend zu wünschen. Guten Abend, danke sehr. Ich freue mich sehr, dass Brigitte Weingart da ist. Und es war nicht 100% klar, aber glücklicherweise könnte alles jetzt geklärt werden. Und sie ist da und wir freuen uns. Ich werde das sehr kurz und halten und nur auf die Fakten bleiben, sozusagen. Seit 2004 ist Brigitte Weingart wissenschaftliche Mitarbeiterin für neue Literatur und Medien und Film am Institut für Germanistik und Vergleichende Literatur- und Kulturwissenschaft der Universität Bonn. Sie wird aber fröhlicherweise ab April dieses Jahr Professorin für Medien-Kulturwissenschaft an der Uni Köln. Und ihr Spezialgebiete, könnte man sagen, sind Literatur, Literaturtheorie, Medientheorie und Filmanalyse. Ich persönlich bin auf Brigittes Arbeit gestoßen, weil sie hat ein wunderbares Buch Ansteckende Wörter geschrieben, unter Titel Repräsentationen von AIDS bei Suhrkamp 2002. Eine sehr spannende und finde ich seltene Analyse in der deutschen Sprache über, nicht nur über Hubert Fichte, aber was für mich sehr interessant war, weil ich über Gossip arbeite, ist ihre Arbeit über Fichte und Gerüchte und über das Anekdotische. Und, aber dazu hat sie sehr spannende Analyse von amerikanischen Experimentalvideos, die sehr selten in der Literatur, auch in englischsprachiger Literatur, ihre Aufmerksamkeit bekommen. Sie ist noch dazu eine der wenigen deutschen Medienwissenschaftlerin, die schon zu Warhols Filme einen Text veröffentlicht hat, nämlich einen Text über die Screentests. So ist es sehr schön, dass wir die dann im Anschluss anschauen können. Ihr Text heißt That Screen Magnetism, Warhol's Glamour, ist auf Englisch in Oktober 2010 erschienen. Und ihre aktuelle Arbeit ist ein Buch, eine Wissensgeschichte, eine Medienästhetik und eine Poetik der Faszination von der Antike bis zur Gegenwart. Bitte begrüßen Sie ganz herzlich Brigitte Weingart.
Ja, guten Abend. Vielen Dank für die Begrüßung. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier bin. Und ich freue mich, dass wir heute Abend einen Film von Andy Warhol sehen werden, der, wie Herr Spörri schon erwähnt hat, erst vor einigen Jahren restauriert wurde, bislang selten vorgeführt wurde. Forschung existiert so gut wie gar keine dazu. Und ich bin mir auch nicht ganz sicher, dass er überhaupt zu Lebzeiten Warhols je gezeigt wurde. Ich habe zumindest keine Hinweise darauf gefunden. In Deutschland war er meines Wissens bislang nur einmal zu sehen, und zwar auf der Berlinale 2007 im Rahmen des Programms Expanded Cinema, das, Surprise, Surprise, von Marc Siegel kuratiert wurde. Er hätte ihn aber mit guten Gründen auch in seiner Veranstaltungsreihe mit dem schönen Titel Gossip Studio zeigen können. Und das ist jetzt übrigens ein Bild, ein Still aus Mrs. Warhol, das hier mehrfach auftauchen wird. Es ist sehr schlecht. Es gibt Ihnen schon mal einen Vorgeschmack auf Teile der Bildqualität des Films, den wir sehen werden. Und es ist das einzige Still, das im Internet kursiert. Auch in Katalogen wird man da nicht fündig. Der Film war eben bislang wirklich kaum zu sehen, und meine eigene Sichtungskopie hat so einen riesen Timecode und das große in fetter Schrift den Trademark der Andy Warhol Foundation. Also davon konnte ich auch keine Stills ziehen, die sie visuell erfreut hätten. Deswegen das also immer als Platzhalter. Ja, also ich hatte gerade bemerkt, dass Marc Siegel den Film auch mit guten Gründen in seiner Veranstaltungsreihe Gossip Studio hätte zeigen können. Denn weil der Film Mrs. Warhol, der 1966 entstanden ist, seitdem so gut wie nicht zu sehen war, haben die Unterstellungen und Spekulationen darüber, was darin zu sehen sein könnte, eine gewisse Eigendynamik angenommen. So werden als Synopsis des in Farbe gedrehten Films, der selbst bei den wenigen Screenings seit der Restauration gerne als Schwarz-Weiß-Film angekündigt wird, mit schöner Regelmäßigkeit folgende Zeilen zitiert, die auch in den Wikipedia-Eintrag zu Julia Warhola Eingang gefunden haben. Ich zitiere: In 1966, Andy made a movie called Mrs. Warhol, Black and White, 66 Minutes. It features Julia in her basement apartment in Andys house, playing, quote, an aging peroxide movie star with a lot of husbands, end of quote, including the most current spouse, played by Richard Rheem. Andy follows her about with his camera as she goes about her daily domestic routines. Ende des Zitats. An aging peroxide movie star with a lot of husbands. Dieses nicht belegte Zitat im Zitat stammt aus Victor Borkris Buch Andy Warhol, The Biography, dessen Kommentar zu diesem Film sich darauf beschränkt, Warhol selbst mit dem Satz zu zitieren: We're trying to bring back old people. Noch 2004 wurde ein Screening der restaurierten Fassung am Harvard Film Archive mit dieser Zusammenfassung, die ich gerade vorgelesen habe, beworben. Diesmal um den Zusatz ergänzt: Casting her as a former Maxanet bathing beauty, Warhol follows his delightfully oddball mother as she goes about her daily domestic routines. Delightfully oddball, auf reizende Weise verschroben, kann man das übersetzen. Und damit Sie auch sehen, womit wir es bei einer Maxanet Bathing Beauty zu tun haben, hier ein paar Eindrücke. Man beachte auch das Prinzip der Serialität. Und zu Maxanet vielleicht nur die Bemerkung, dass er ein Regisseur und Schauspieler war, der sich vor allem durch Slapstick-Komödien mit wilden Verfolgungsjagden und Tortenschlachten einen Namen gemacht hat. Nach 1914 kamen darin eben auch die Maxanet Bathing Beauties zum Einsatz, also eine Art Eye Candy. Doch zurück zu besagter Synopsis. Der Grund, warum ich auf diesen in leichten Variationen zirkulierenden Paratext so ausgiebig zu sprechen komme, wird sich Ihnen erschließen, wenn Sie gleich den dazugehörigen Film sehen. Denn auf den ersten Blick ist das, was hier als dessen Gegenstand beschrieben wird, nicht offensichtlich zu erkennen oder zumindest keineswegs eindeutig. Das fängt bei den angeblich wasserstoffblonden Haaren der Protagonistin an, die auch als grau nicht völlig unzutreffend beschrieben wären und zudem von einem eher praktischen als dekorativen Haarnetz zusammengehalten werden. Und auch die Aufforderung, Mrs. Warhol als männermordendes Vamp, die 25 Ehemänner vergiftet hat, und als ehemalige Badeschönheit wahrzunehmen, wird erst in der zweiten Hälfte des Films nach mehr als 33 Minuten explizit.
Dass man den Filminhalt deshalb auch ganz anders beschreiben kann, dokumentiert die Ankündigung für das heutige Screening. Ich darf an dieser Stelle aus dem Programm des Filmmuseums zitieren. Mit Mrs. Warhol schuf Andy Warhol ein Porträt seiner Mutter, Julia Warholer. Aus den Karpaten in die USA emigriert, zog sie Andrei Warhola, der seinen Namen später amerikanisierte, in ärmlichen Verhältnissen in Pittsburgh groß. Auf der Leinwand zeigt Andy seine Mutter, Mrs. Warhol, in ihrer kleinen Kellerwohnung mit Haarnetz und Schürze. Dabei sieht sie ihrem Sohn auffällig ähnlich, spricht aber mit unüberhörbarem tschechischen Akzent. Seelenruhig geht Mrs. Warhol ihrer Hausarbeit nach, macht Rühreier und bügelt Hosen, während sie von einem Freund kontinuierlich provoziert wird. Wasserstoffblond, 25 Ehemänner, Bathing Beauty, jetzt ärmliche Verhältnisse, eine kleine Kellerwohnung, Haarnetz und Schürze und Bügeleisen. Rühreier und Bügeleisen. Offenbar handelt es sich um einen Film, der verschiedene Seheindrücke, Perspektiven und Lesarten bereithält. Und vielleicht ahnen Sie jetzt auch schon, warum ich im Titel dieser Lecture auf die doppelte Erscheinung der Protagonistin hingewiesen habe. Auch wenn ich letztere Beschreibung auch dann für zutreffender halten würde, wenn sie nicht seitens der Institution lanciert worden wäre, bei der ich heute zu Gast bin, auch die Synopsis, die den Film mit einem Glamour-Versprechen promotet, Wasserstoffblond, 25 Liebhaber, hat insofern einiges für sich, als sie zumindest symptomatisch ist. Indem sie nämlich eine im Film eigentlich nur angespielte Fiktion überprononciert und die tatsächliche Filmhandlung, wenn man die ungeschnittene Aufzeichnung dessen, was sich in einer guten Stunde an einem Nachmittag im November 1966 in besagter Erdgeschosswohnung abgespielt hat, so nennen möchte, indem also die Synopsis diese Handlung dem Star-Narrativ subsumiert, reproduziert sie gewissermaßen das Prinzip der phantasmatischen Aufladung, das nicht nur in diesem Film Warhols zur Anwendung kommt. In den 60er Jahren hat Warhol in seiner Factory bekanntlich nicht nur die Bilder bereits existierender Stars mittels Siebdruck reproduziert, und hier sehen Sie die unvermeidlichen Marilyns, aber auch Liz Taylor als Cleopatra. Warhol hat auch insbesondere in seinen Filmen seine eigenen Superstars produziert. Entschuldigung, da fehlt jetzt ein Bild. Okay, das passt aber auch nicht schlecht. Dazu verwendet er Verfahren der Überlagerung von Cinema Verité und Fiktionalisierung bzw. Glamourisierung, die auch in Mrs. Warhol zum Einsatz kommen, wenn auch in einer vergleichsweise rudimentären Form. Denn was zumindest in denjenigen der zitierten Inhaltsangaben dieses Films zu kurz kommt, die das Gerücht weiter verbreiten, hier werde Julia Warholer als einer von Andy Warhols Superstars inszeniert, sind die faktischen Längen des Films, der über weite Strecken wie eine ungeschnittene Rohfassung wirkt. Dieser Hinweis ist jetzt allerdings keineswegs mit dem stereotypen Einwand zu verwechseln, Warhol habe keine richtigen Filme oder Movies gemacht, wie sie vor allen Dingen von seinen Zeitgenossen formuliert wurde und der sich inzwischen zugunsten einer Würdigung des konzeptuellen Einsatzes seiner Art des Filmens doch weitgehend verflüchtigt hat. Aber selbst innerhalb der Warholschen Filmästhetik, für die er nicht zuletzt die gezielte Reduktion von Regie zugunsten der Effekte des filmischen Dispositivs, des bloßen Draufhaltens von Kamera und Mikrofon charakteristisch ist, selbst innerhalb dieser Ästhetik kann Mrs. Warhol als ein etwas eigentümliches Werk gelten. Ich werde gleich noch auf Warhols medienübergreifendes Verfahren zu sprechen kommen, die produktive Abweichung von konventionellen Produktionsstandards zur Methode zu machen. Doch bei Mrs. Warhol kann sich selbst die mit Warhols Experimenten vertraute Zuschauerin nicht sicher sein, inwiefern sich noch solche Fehler, in Anführungszeichen, wie das mitunter etwas ziellose Gesumme der Kamera, noch als gerne zugelassene Resultate einer für Zu- und Unfälle aufgeschlossenen Herangehensweise begreifen lassen. Zumindest für die ziemlich schlechte Tonqualität ist überliefert, dass sie nicht beabsichtigt war. Und zwar von der Tonfrau Susan Pilder selbst, von der auch der einzige Hinweis darauf stammt,
dass der Film möglicherweise als die Geschichte des für seine ewige Sonnenbräune bekannten Filmstars George Hamilton geplant war. Ich zitiere Susan Pyle. Warhol filmed the George Hamilton story with his mother as star. Her screen debut. I held the microphone, went totally berserk with the result that there are many phallic protrusions in the finished film. Wir müssen also zumindest, was die phallischen Mikrofone, die ins Bild hineinragen, weder medienreflexive Rhetoriken noch erotische Konnotationen in den Film hineininterpretieren. Dürfen wir natürlich trotzdem. Pyles Bemerkung mag also auch als Warnung davor gelten, nicht in jeder technischen Unzulänglichkeit einen authentischen Ausdruck von Warhols experimenteller Filmarbeit zu sehen. Gleichzeitig hat man es hier mit einem der seltenen Fälle zu tun, in denen Warhol nicht nur selbst hinter der Kamera stand, sondern diese überhaupt bewegt, während die frühen Filme ja vorwiegend mit einer Standkamera aufgenommen wurden. Das ist, wie wir noch sehen werden, nicht das Einzige, was Mrs. Warhol mit dem wenige Monate vorher im März 1966 entstandenen Tonfilm Hedy verbindet und von den Dreharbeiten zu diesem Film stammt, das Bild, das Sie sehen. Hedy wurde von Drehbuchautor Ronald Tavell als The Second Moving Camera Film, The Second Moving Camera Film Warhols bezeichnet. Ich weiß allerdings nicht, welcher der erste ist. Von Tavell stammt auch der Kommentar, Warhols Kameraarbeit habe zwar sein Drehbuch ruiniert, dafür aber mit den Ablenkungen von der Handlung zugunsten narrativ unmotivierter Schwenks, etwa auf die Decke der Factory, etwas anderes hervorgebracht. Beautiful. Horrible in terms of the script. Demgegenüber haben sowohl J.J. Murphy wie Douglas Crimp in ihren 2012 erschienenen Studien zu Warhols Filmen die, wenn auch eigenwillige, mitunter ex negativo etablierte Verbindung der Kameraführung mit der Story hervorgehoben. Für die etwas unentschieden wirkende Kameraarbeit in Mrs. Warhol wäre eine solche Würdigung noch zu leisten und ich werde Ihnen am Ende meiner Ausführung noch einen entsprechenden Vorschlag mit auf den Weg durch den Film geben. Das ist auch aus Hedy. Ach nee, Entschuldigung, das ist... Bei aller Eigentümlichkeit des Films, Mrs. Warhol, gilt aber auch, dass, wie bereits festgestellt, hier Verfahren des Starbuilding verwendet werden, die Warhol verschiedentlich und in anderen Projekten zur Etablierung seiner alternativen Celebrity Culture verwendet, in der Factory erprobt hat. Zentral hierfür ist das Spiel mit der Diskrepanz zwischen der Sicht der privaten, außerfilmischen Lebenswirklichkeit der Schauspieler und dem, was sie darzustellen, angehalten sind. Also die Tatsache, dass die Schauspieler in Warhols Filmen nie in ihren ohnehin häufig nur lose vereinbarten Rollen aufgehen und die Betrachterinnen womöglich vergessen ließen, dass sie nur spielen. Also, das gibt es ja bei in Warhols Filmen in so einer völlig illusionistischen Form eigentlich nie. Grenzfall werde ich gleich noch ansprechen. Diese Diskrepanz, also zwischen privater Lebenswirklichkeit und Schauspiel, Performance, kann durchaus ambivalente Formen annehmen, wie in dem Film Screen Test No. 2 von 1965, in dem der Transvestit Mario Montez bei einem Casting für die Rolle der schönen Esmeralda in einem Remake des Hunchback of Notre Dame zu sehen ist. Hier ist es der Off-Kommentar des Drehbuchautors Tavell, der Miss Montez nicht nur veranlasst, eher undamenhafte Worte zu wiederholen, zum Beispiel Mouth Diarrhea exactly as if it tasted like nectar. Er fordert sie auch auf, ihren Rock zu lüften und damit das zu offenbaren, was sie für die weibliche Rolle disqualifizieren könnte.
Warhol hat Mario Montez aber auch für die Rolle von Hollywood-Größen wie Jean Harlow, Hedy Lamarr und Lana Turner gecastet und ihm bzw. ihr die Möglichkeit gegeben, in der phantasmatischen Identifizierung mit diesen Vorbildern eine in mehrerer Hinsicht glaubhafte Diven-Performance hinzulegen, für deren Queerness das Etikett Camp vielleicht sogar eher noch eine Verharmlosung darstellt. Wie Marc Siegel mit Bezug auf die Wirkung von Montez eigenem Glauben an ihre Performance in den Filmen Jack Smiths auf den Glauben der Zuschauerinnen festgestellt hat, ich zitiere Marc: "Believing Montez meant believing in the possibility of thinking differently, not only about performance and image making, but also about the world one lives in and the worlds one could live in." Wir werden sehen, dass auch Julia Warholer ihre ganz eigene Art hat, auf ihre Rollenzuschreibungen zu reagieren und mit einer Mischung von Verweigerung und der Bereitschaft zu gefallen und gefallen zu tun, von Playing Against und Playing Along, ihrerseits eine durchaus eigene Weltsicht eröffnet. Dazu trägt nicht zuletzt das zärtlich-neckische Verhältnis zu ihrem Mitspieler und vermeintlichem Ehemann Richie bei, gespielt von Richard Rehm, das den Film über weite Strecken trägt und dem von Douglas Crimm so lakonisch wie treffend festgestellt hat: "It makes domesticity look almost appealing." Dasselbe lässt sich grosso modo für Julia Warholers spezifische Inszenierung von Motherhood behaupten, auf die ich noch zurückkommen werde. Ich möchte aber noch einen Moment bei dem Prinzip der Überlagerung von realer Person sowie der dazugehörigen Lebenswirklichkeit und Fiktionalisierung bzw. Glamourisierung bleiben und nochmal daran erinnern, dass Warhol in den Filmen der 1960er Jahre für den fiktionalen Überbau vorzugsweise auf Versatzstück aus Hollywood-Filmen und Legenden zurückgreift. Ohnehin hat er ja eine ganze Reihe von regelrechten Hollywood-Parodien gemacht, von denen Sie ja auch schon mindestens eine gesehen haben, Tarzan and Jane Regained, sort of. Das ist nochmal Mario Montez und hier ein Still aus Tarzan and Jane Regained, sort of. Ein Beispiel dafür, also für die Hollywood-Anleihen, das mit Mrs. Warhol verknüpft ist und als eine Art filmischer Intertext gelten kann, ist besagter, wenig vorher entstandener Film Hedy, der auch unter den Titeln The 14-Year-Old Girl, The Most Beautiful Woman in the World sowie nicht zuletzt The Shoplifter bekannt ist und in dem der uns jetzt schon vertraute Mario Montez die Titelrolle spielt. Die real existierende Hedy Lamarr, ein Star mit Glanzzeiten in Hollywoods Golden Age österreichischer Herkunft, war im selben Jahr in die Schlagzeilen geraten, weil sie beim Ladendiebstahl erwischt wurde. Sie hatte nämlich ein paar Schuhe geklaut, obwohl sie Schecks im Wert von $14,000 dabei hatte. Tavels Skript greift diesen Skandal auf und ergänzt die Shoplifting-Anekdote um ein Facelifting, um eine spektakuläre Verhaftung und um einen Gerichtsprozess, bei dem Hedys 5 Ex-Ehemänner gegen sie aussagen. Wobei natürlich wieder diverse Gerüchte über die skandalumwitterte Diva Lamarr ins Spiel gebracht werden. Zu all dem werden Sie von Dietrich Diedrichsen noch mehr erfahren und den Film auch selbst sehen können. Am Ende wird die Protagonistin zum Tode mit dem Schierlingsbecher verurteilt, demselben Gift, mit dem sie ihrerseits vorher die Angestellten des beklauten Ladens vergiftet hatte. Auf diesen Plot wird in Mrs. Warhol lose angespielt, wobei die 5 Ehemänner noch zusätzlich verfünffacht werden. Dass es wiederum diese Ehemänner sind, die der Giftmischerin zu Opfer fallen, verweist auf einen Handlungsstrang aus dem Film White Cargo von 1942, in dem Hedy Lamarr in der für sie einschlägigen Rolle der exotischen Verführerin versucht, sich ihres Ehemannes zu entledigen, das dafür vorgesehene Gift dann aber selbst einzunehmen gezwungen wird. Wie in Hedy, wenn auch in anderer, wirklich ganz anderer Gewichtung, fusionieren also auch in Mrs. Warhol Fakten und Fiktionen made in Hollywood.
wobei ihre Verknüpfung vom Prinzip der Anreicherung und Rekombination Gebrauch macht, auf dem die Kommunikation von Gerüchten eben basiert. Da darf es auch schon mal ein bisschen mehr sein, was die Anspielungen, Assoziationen und Versatzstücke angeht und etwa mit der ehemaligen Bathing Beauty, die Mrs. Warhol angeblich ist, noch Gloria Swanson ins Spiel gebracht werden, die wiederum eine ihrer markantesten Rollen als nur widerwillig alternder Star, Norma Desmond, in Billy Wilders Sunset Boulevard hatte, der dann bekanntlich mit dem Tod von Desmonds jüngerem Lover endet, beziehungsweise anfängt, aber das ist jetzt ein anderes Thema, aber die Assoziationen, Gerüchte, Anleihen multiplizieren sich, wuchern, analog zur Logik von Gerüchten. Das ist Norma Desmond mit ihrem jüngeren Lover. Apropos andere Themen, Klatsch oder mit Marc Siegel gesprochen, A Gossip of Images und Gloria Swanson als Badeschönheit. Swanson selbst hat vehement bestritten, sich als solche je betätigt zu haben, aber es kursieren Gegenbeweise. Das konnte ich mir jetzt nicht verkneifen, aber zurück zu Mrs. Warhol. Was also die Überlagerung von Realität und Fiktion, von Privatperson und Rolle bei gleichzeitigem Ausspielen ihrer Diskrepanz in Warhols alternativem Hollywood-Kino angeht, so scheint Mrs. Warhol zunächst ganz ähnlich zu funktionieren wie Heidi oder Screen Test Number 2. Oder vielleicht sollte man sagen, hätte funktionieren sollen. Warhols Mutter wird von dem jungen, schönen Richard Rehm, der sich als ihr 26. Ehemann ausgibt, eine fiktive Biografie unterstellt, die an Vorbilder wie Gloria Swanson bzw. Norma Desmond angelehnt, mit der Erscheinung der zu diesem Zeitpunkt 76-Jährigen in ihrem düsteren Apartment wenig gemeinsam hat. For what movie did you win the Academy Award? Das kommt in diesem Kontext gezielt deplatziert rüber. Und wie Mario Montez als Esmeralda oder Hedy kann Julia Warhol an der ihr zugeschriebenen Rolle eigentlich nur scheitern, wobei genau dieses Scheitern als eigentliche Größe affirmiert wird, mit dem Ergebnis, dass alle genannten Filme einen etwas anderen Star hervorbringen. Und es ist genau dieser Effekt, der häufig als Camp beschrieben wird, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob das damit so gut beschrieben ist, wie es diese Rekurse immer nahelegen. Das können wir vielleicht noch im Anschluss an den Film diskutieren. Um die Diskrepanzen und Dichotomien, die in Mrs. Warhol ins Spiel gebracht, aber nicht gegeneinander ausgespielt werden, einmal kurz aufzulisten: dem heimischen Herd und dem Bügelbrett wird die glamouröse Hollywood-Vergangenheit gegenübergestellt. Dem Leben als Witwe im Haushalt des schwulen Sohns, das der skandalumwitterten Diva, einer Frau sichtbar fortgeschrittenen Alters, I'm trying to bring back old people, die jugendlichen Reize der Bathing Beauty, dem Schicksal der slowakischen Einwanderin, deren gebrochenes Englisch von einem heftigen Akzent gefärbt ist, eine Inkarnation des amerikanischen Traums. Diese Diskrepanzen werden nun aber in Mrs. Warhol noch zusätzlich dadurch gesteigert und angereichert, dass Julia Warhol eben nicht immer mitspielt, beziehungsweise über weite Strecken überhaupt nicht spielt oder eben etwas anderes. Mehr noch als in anderen Warhol-Filmen, in denen die Schauspieler aus der Rolle fallen, gewinnt Mrs. Warhol seine Eigendynamik aus dem Insistieren der Privatperson, sich als solche bemerkbar zu machen. Das aber reizenderweise keineswegs aus einer Verweigerungshaltung resultiert, sondern aus der Tatsache, dass Julia Warhol zwar sehr viel Appeal, aber offenbar keinerlei Superstar-Ambitionen hat. Dieses Insistieren macht sich von Anfang an bemerkbar und es findet einen besonders schönen Ausdruck in einem Moment gleich nach Beginn, schon in der dritten Minute, der gleichzeitig als eine andere Erscheinungsweise dieser Diskrepanz, die ich hier zu beschreiben versuche als Produktionsmodus, maßgebliche Funktion des Missverständnisses und des wie auch immer liebevollen aneinander Vorbeiredens in diesem Film verdeutlicht. Auf die Frage Richards, hier noch aus dem Off,
wann sie zum ersten Mal nach New York gekommen sei, antwortet Julia Warholer, dass sie ja from Europe angereist sei. Me come from Europe. Es ist mir jetzt ein bisschen peinlich, das so zu hier so nachzuspielen, aber der Akzent ist wirklich in diesem Wortwechsel, wie überhaupt in dem, was von Julia Warholer zu hören ist, weder wegzudenken, noch irgendwie wünschenswerterweise zu eliminieren. Me come from Europe. Und dann berichtet sie mit so starkem Akzent, dass ihre Ausführungen schwer verständlich sind, von einer Dame, a fat lady, die ihr ein paar lebenswichtige englische Vokabeln beigebracht habe. What name carrot? Carrot, the vegetable? Fragt Richard. Vegetable, carrot. Darauf Richard, 14 carrot? 14 carrot. Vegetable. Oh, sagt Richard, the food. Food, yeah. Carrot, 14 carrot. In diesem Wortwechsel ist die Ausgangssituation des Films, in dem mit der Glamourisierung der slowakischen Einwanderin aus ärmlichen Verhältnissen Stroh bzw. Gemüse zu Gold gesponnen werden soll, in Nutsche zusammengefasst. In dem, was folgt, zeigt sich Julia Warholer immer dann ganz in ihrem Element, wenn sie kocht oder über Essen redet. Das ist auch ihr Fluchtpunkt, wenn sie mit den Glamour-Unterstellungen nicht so ganz klarkommt oder sie ihr lästig zu werden scheinen. Und auch wenn sie ihre Rolle als Celebrity-Ehefrau mitspielt, sagt sie bezeichnenderweise solche Sätze wie You just keeping me for cook oder apropos Männer mordendes Vamp oder Hexe I'm going to take a broom on you, also ein Besen. Kaum zufällig mündet die Situation darin, dass sie nicht nur Richie, sondern auch das Filmteam mit Rührei versorgt. Richie ist übrigens das meistgehörte Wort in diesem Film und es ist ganz interessant, ohne dass ich mir da einen Reim drauf machen könnte, dass man das Gefühl hat, das ist eigentlich der Moment, wo, also das ist immer so auch eine Möglichkeit für Julia Warholer, diese Sprachhindernisse zu überwinden. In Richie kommt sozusagen so eine ungehemmte Adressierung, die durch keine sprachlichen Barrieren irgendwie verbaut wird, zum Ausdruck. Es ist ja inzwischen schon mehrfach angeklungen, dass nicht nur für die Produktion, sondern auch für die Rezeption von Warhols Filmen jene Formen inoffiziellen und tendenziell ungesicherten Wissens eine durchaus maßgebliche Rolle spielen, die über Gerüchte oder Klatsch kommuniziert werden. Dabei handelt es sich um Kommunikationsformen, die zur Überlagerung von Fakt und Fiktion, mit der die Filme operieren, insofern strukturelle Analogien aufweisen, als das Weitererzählen dessen, was man vom Hörensagen weiß, bekanntlich von Verzerrungen und unkontrollierten Hinzufügungen heimgesucht wird, die nicht immer gezielten Gehässigkeiten geschuldet sind, sondern auch von unbewussten Projektionen herrühren. Man hat ja die Kommunikation von Gerüchten auch als so eine Art kollektiven Träumens beschrieben und die Traumanalogie wird ja traditionell auch für das Kino bemüht. Dasselbe gilt für die Projektion, also die Übertragung eigener Begehrlichkeiten und Fantasien, auch negativer Fantasien, auf andere Personen. Also Gerücht und Kinoträumen scheinen, da scheint es Interferenzen zu geben, die man auch mal genauer unter die Lupe nehmen sollte. Der Anfang ist, also mehr als ein Anfang ist, von Marc Siegel für den Underground-Film geleistet worden. Gerade bei den Porträts von Leuten über deren Privatleben oder ihre persönliche Beziehung mehr oder weniger intime Details bekannt sind, werden diese Details als Subtext bemüht. Das gilt auch für andere Filme. In Warhols Filmen wird es aber insofern gewissermaßen strategisch genutzt, als diese fiktional-fantastischen Elemente mit diesen privaten Subtexten durchaus in Verbindung stehen und nicht zufällig gewählt worden sind. Entsprechend liegt es nahe, in Warhols Versuch, Julias Carrots durch 14 Carrot zu ersetzen, auch eine Reaktion darauf zu sehen, dass ihm die real existierende Erscheinung seiner Mutter angeblich peinlich war.
Entschuldigung. Also angeblich war ihm die Scheidung seiner Mutter peinlich. Ein Befund, der als schriftlich fixierte Mutmaßung vorliegt. Aber der auch, dass etwas schriftlich fixiert ist, halt, ändert natürlich nichts daran, dass es den Status eines Gerüchts haben kann, siehe Internet. In einem Interview mit Patrick S. Smith gibt Ted Carey, der in den 50er Jahren als Warhols Assistent gearbeitet hat, zu Protokoll: Andy was always a little ashamed of his mother. Patrick S. Smith: Why was that? Well, because she had a very strong accent. And Andy, I think, would have liked to have thought of his mother was very glamorous. And Mrs. Warhol was not glamorous. And I think she felt a little... I think he felt a little bit ashamed of her. In fact, Andy was very timid about people coming to his house unless he knew you very well, and even more timid about letting you meet his mother. If you got to meet Andy's mother, then you knew that Andy liked you very much. Zitat Ende. Be that as it may, abgesehen davon, dass Warhol mit der phantasmatischen Überhöhung vermeintlich banaler Objekte und Subjekte und den daraus resultierenden Projektionsangeboten an den Betrachter auch in anderen Werken gearbeitet hat, lässt sich mit Bezug auf Mrs. Warholer zunächst einmal festhalten, dass Warhols filmisches Porträt der Mutter Carys Behauptung Mrs. Warholer was not very glamorous Lügen straft. Carys Statement macht aber auch darauf aufmerksam, dass man es bei der Art von Glamour, die Warhols Kamera ihren Objekten bzw. Subjekten verleiht, offenbar nicht mit der Mainstream-Variante zu tun hat, die ja auch beträchtliche normative Wirkungen zeitigt, auch wenn auf diese mit den Rekursen auf Bathing Beauties, Gloria Swanson etc. ständig als Gegenfolie sozusagen aufgerufen werden. Ohnehin handelt es sich ja beim Glamour, der ja nicht mit Schönheit zu verwechseln ist, um eine numinose Eigenschaft, von der unklar ist, ob sie der Person selbst, etwa als Geschenk der Götter, gegeben ist, oder ob ihr Glänzen durch technische Inszenierung hervorgebracht wird. Und man kann Warhol jedenfalls zugutehalten, mit seinen Superstars das Spektrum dessen, was jenseits heteronormativer Bildtraditionen als glamourös gilt, beträchtlich erweitert zu haben. Und mit Mrs. Warhol leistet er hier auch einen Beitrag, wie wir sehen werden. Bezeichnend für die Überblendung von Realität und Fantasie, von Privatleben und Performance, von sichtbaren Interaktionen und latenten und oder nur gerüchteweise manifesten Subtexten ist schließlich auch der Titel des Films, Mrs. Warhol. Denn eine Person dieses Namens existiert nicht außerhalb des Films, der damit also streng genommen als Fiktion ausgewiesen wäre. Im Unterschied zu ihrem Sohn André Warholer, der nach einem Intermezzo als André mit Akzent Warholer auf die amerikanische Variante umstieg, hat Julia Warholer ihren Namen nie geändert. Mrs. Warhol kann sich also wahlweise auf Andys Ehefrau beziehen oder aber auf sein weibliches Alter Ego. Der Film eröffnet Assoziationsmöglichkeiten in beide Richtungen. Da wäre zum einen, apropos Alter Ego, die auch in der Ankündigung des heutigen Screenings konstatierte, auffällige Ähnlichkeit der Mutter mit dem Sohn, der in diesem Film nicht zu sehen ist, als echter Superstar mit starkem Image, aber natürlich den Zuschauerinnen imaginär präsent. Apropos ausgestellte Diskrepanzen zwischen Rolle und Performance, hier das Self-Portrait in Drag. Von Julia Warhol ist, was diese auffällige Ähnlichkeit angeht, auch der schöne Satz überliefert: Andy, he looked like me, funny nose. Zum anderen, und das gibt mir jetzt endlich Gelegenheit, von Julia Warholer als Mother of Pop Art zu sprechen,
wird Warhols künstlerisches Talent und dessen Förderung von seinen Biografen nahezu unisono der Mutter zugute gehalten, die ihm etwa während seiner Erkrankung an Veitstanz nicht nur aus jenen Comics vorgelesen hat, die später in seinen Gemälden zitiert werden, sondern die auch selbst gern gemalt und gebastelt hat. Aus der Zusammenarbeit von Julia und Andy sind in den 50er Jahren unter anderem zwei Bücher hervorgegangen, die von weiteren Mitbewohnern ihrer WG handeln. Wie Warhol in seinem Buch Popism bestätigt, hat seine Mutter in dem gemeinsamen Apartment 7 Katzen namens Sam beherbergt, was darauf hindeutet, dass er auch sein Faible für Serialität von ihr geerbt hat. Von ihren Katzen ist auch in Mrs. Warhol die Rede, ebenso wie von ihrem Gesang, den Warhol aka Recording Angel aufgezeichnet hat. Die Mitschnitte existieren auch noch, sind aber aus dem Internet leider wieder verschwunden. 1954 erschien das Künstlerbuch 25 Cats Name Sam and One Blue Pussy. 25 Katzen also. Analog zu den angeblichen 25 Ehemännern von Mrs. Warhol, wobei das auch hier gelogen ist, weil das Buch nur 16 Katzen enthält. Für dieses Buch hat Julia Warhol die Kalligraphie auf dem Cover angefertigt und ihre Handschrift ist vermutlich auch genau die Facette ihrer künstlerischen Arbeit, mit der die meisten von uns vertraut sind, weil Julia Warhol viele von Andy Warhols Bildern beschriftet hat, vor allem in den 50er Jahren. Als Teil dessen, was man als Julia Warholer Subindustry bezeichnet hat, ist ihre Handschrift inzwischen unter dem Namen FF Pepe als Computerfond erhältlich. Das sieht dann so aus. Signifikanterweise hat diese medientechnische Entwicklung eine Vorgeschichte in Warhols eigener Praxis, denn abgesehen davon, dass Julias Handschrift Ende der 50er Jahre von Warhols Mitarbeiter Nathan Gluck imitiert wurde, hat Warhol zu diesem Zweck auch spezielle Druckbuchstaben anfertigen lassen. Wenn man hier noch hinzunimmt, dass aus Julia Warholers Feder auch die von Warhol zu diesem Zeitpunkt für seine Werke verwendete Signatur stammt, dann kündigt sich in dieser Bestätigung von Autorschaft durch eine imitierte und delegierte Unterschrift das spezifische Verhältnis von mechanischer Reproduktion und Serialisierung in Warhols Pop-Art an, das als Problematisierung des Verhältnisses von Original und Kopie in die Kunstgeschichte eingegangen ist. Die Spuren, die Julia Warholers Handschrift in der konzeptuellen Genealogie von Warhols Arbeitsweise hinterlassen hat, gehen aber noch weiter. 25 Cats Name Sam and One Blue Pussy. Hier hat sich ausgerechnet in der Frage des Namens ein Fehler eingeschlichen, weil Warhols Mutter bei dem Wort named das D vergessen hat. In der Tatsache, dass Warhol den Übertragungsfehler so hat stehen lassen, kündigt sich genau jener aufgeschlossene Umgang mit Abweichungen und Störungen im Produktionsprozess an, den er selbst in The Philosophy of Andy Warhol als gezielte Strategie beschreiben wird. Es folgt ein längeres Zitat. Something that I look for in an associate is a certain amount of misunderstanding of what I'm trying to do. Not a fundamental misunderstanding, just minor misunderstandings here and there. When someone doesn't quite understand what you want from them, or when they didn't quite hear what you told them to do, or when the tape is bad, or when their own fantasies start coming through, I often wind up liking what comes out of it all better than I liked my original ideas. If people never misunderstand you, and if they do everything exactly the way you tell them to, they're just transmitters of your ideas, and you get bored with that. But when you work with people who misunderstand you, instead of getting transmissions, you get transmutations, and that's much more interesting in the long run. Transmutations statt just transmissions, also Verwandlungen, Umwandlungen statt bloßer Übertragung, 1:1 Abbildung.
Warhol formuliert hier ein Programm der produktiven Störung, mit dem sich Missverständnisse, Medienprobleme, when the tape is bad, aber auch Gegenübertragung, when their own fantasies start coming through, in einen ästhetischen Mehrwert ummünzen lassen. Genau mit diesem Effekt arbeitet Warhol bekanntlich auch innerhalb seiner berühmten Siebdruckserien. Und hier nochmal Liz als Cleopatra sowie Troy, ein seinerzeit auch als Sexsymbol bekannter Star. Die Siebdruckserien leben ja auch davon, dass kein Element dem anderen haargenau gleicht. Auf ein Beispiel dafür, wie dieses Verfahren in der Filmarbeit vorkommt, werde ich gleich noch zurückkommen. Es gilt aber auch natürlich für Julia Warholers eigensinnige Performance und ihr aus der Rolle fallen in Mrs. Warhol und nicht zuletzt natürlich für die sprachbedingten Missverständnisse, die im Sinne dieser Privilegierung von Transmutations im Unterschied zu Transmissions Warhol nur haben entgegenkommen können. Aber noch mal ganz kurz zurück auf diese Kollaboration von Mutter und Sohn. Bezeichnenderweise trägt ein 1957 veröffentlichtes Buch, in dem Julia Warholas eigene Katzenzeichnungen nicht in Serie, sondern durch ein loses Narrativ verknüpft erscheinen, ganz im Sinne ihres Rufs als Geschichtenerzählerin, der sich in Mrs. Warhol auch bestätigen wird. Dieses Buch trägt den Titel Holy Cats by Andy Warhol's Mother. In ihrer eigenen Handschrift, subsumiert Julia Warholer, also ihre Urheberschaft dieses Werks, dem ihres Sohnes, dessen Einverständnis vorausgesetzt werden darf, und damit die Künstlerinnen der Mutterrolle, ein Selbstverständnis, das ebenfalls in Mrs. Warholer wieder begegnen wird. Der Frage, ob sich die Zusammenarbeit von Mutter und Sohn bei genauerem Hinsehen der traditionellen Gegenüberstellung von weiblichem Kunsthandwerk und männlicher Produktion autonomer Werke womöglich widersetzt, kann ich hier nicht nachgehen, muss mir also den Vorwurf gefallen lassen, Julia Warholer einmal mehr als Andys Erfüllungsgehilfin darzustellen. In gewisser Weise sind wir damit aber auch schon bei der Antwort auf die Frage, inwieweit sich die Bezeichnung als Mrs. Warhol auch auf seine Ehefrau beziehen lässt. Denn wie man in Klaus Teweleits Buch Der Könige nachlesen kann, sind es ja gerne mal die Gattinnen, die den Großkünstlern zuarbeiten. Aber wenn Julia Warholer als Mrs. Warhol in dem so betitelten Film angeblich mit Richard Ream alias Richie verheiratet ist, dann kann dieser als Mr. Warhol wohl auch als Platzhalter für Andy Warhol gelten. Tatsächlich, also jenseits dieser Fiktion, war Richard zu diesem Zeitpunkt allerdings, wenn nicht der Ehemann, so doch der Boyfriend von Andy Warhol, der ihn wenige Monate zuvor bei der Eröffnung der Multimedia-Show The Exploding Plastic Inevitable in San Francisco kennengelernt und eingeladen hatte, in seinen Filmen mitzuspielen. Auch eine Verführungsstrategie. Nachdem er dieser Aufforderung gefolgt und nach New York gezogen ist, hat Richard Ream 2 Monate mit dem Warhol-Warholer-Couple zusammengelebt. Und wie Sie gleich in dem Film feststellen können, hat Julia Warholer den schönen jungen Mann offensichtlich schnell adoptiert. Richie. In dieser Zeit hat Ream nicht nur in einigen Filmen mitgespielt, sondern Warhol hat ihn auch insgesamt 4 seiner Screen-Tests unterzogen. Davon möchte ich Ihnen nun einen zeigen, und zwar auch als Beispiel dafür, dass sich Warhol einerseits in dieser Zeit auch mit einer ganz anderen Art von Filmporträt beschäftigt hat, als Mrs. Warhol, andererseits aber auch offensichtlich die bewegliche Kamera als stilistisches Mittel erprobt hat, die in Mrs. Warhol zu so doch irgendwie irritierenden Wirkungen führt. Und nicht zuletzt ist gerade dieser Screentest mit Richard Ream, den wir jetzt sehen werden, ein Musterbeispiel für das Prinzip medial bedingter Transmutations versus Transmissions, von der ich eben gesprochen habe. Vorab vielleicht noch ein paar Bemerkungen zu den Screentests generell. Zu
Zwischen 1964 und 1966 wurde fast jeder und jede, der oder die sich in der Factory hat blicken lassen, der circa dreiminütigen Prozedur unterzogen, sich vor eine laufende Kamera. Das ist übrigens Richard Rehm in einem anderen Screentest. Vor eine laufende Kamera zu setzen, meistens mit der Anweisung, sich nicht zu bewegen und nicht einmal zu zwinkern. Das Ergebnis sind rund 500 in Schwarz-Weiß gefilmte Porträts, natürlich von Warhols Superstars wie Baby Jane Holzer, und einen von den Screentests mit Baby Jane Holzer werden wir heute Abend sehen. International Velvet, das ist Baby Jane Holzer, International Velvet oder Ingrid Superstar, aber auch eine Reihe anderer mehr oder weniger illustrer Persönlichkeiten, von Lou Reed über Allen Ginsberg und Ted Berrigan bis zu Dennis Hopper, Salvador Dali, den wir ja auch noch sehen werden, und Susan Sontag. Lief hier nicht auch der Screentest von Bob Dylan vor einigen Tagen? Ja. Nicht alle Screentests wurden von Warhol selbst aufgezeichnet, und angeblich geht die Idee zu diesen Tests darauf zurück, dass der Factory-Fotograf und Dichter Gerard Malanga, selbst getestet, hier mit Baby Jane Holzer und Edie Sedgwick, dass Malanga Illustrationen für ein Buch brauchte und dafür Filmstills verwenden wollte, bei denen die Perforationskante mit abgebildet war. Von da an gingen die Screentests in Serie. Und wie bei Warhols Siebdruckporträts trägt gerade das Beibehalten der minimalistischen Rahmenbedingungen bei gleichzeitiger Variation des Gegenstandes dazu bei, dass sie bereits formal eine gewisse Uniformität mit der Individualität verbinden. Außerdem wirken die Screentests aufgrund der Serialisierung tatsächlich noch mehr wie Laborversuche, zumal die ohnehin sparsamen Bewegungen der gefilmten Personen durch die Art der Vorführung regelrecht seziert werden. Die Aufnahmen wurden nämlich im Format 16 mm ohne Ton gefilmt, aber verlangsamt projiziert. Und weil statt 24 nur 16 Bilder pro Sekunde zu sehen sind, dauern die einzelnen Filme statt 3 Minuten 4,5. Dieser Zerdehnungseffekt, der noch keine Zeitlupe ist und mit dem Warhol auch in frühen Filmen wie Eat, Kiss und Blowjob gearbeitet hat, verleiht dem Gefilmten eine traumwandlerische Ausstrahlung, etwas Entrücktes, mitunter auch Gespenstisches und einmal mehr auch einen gewissen Glamour. Denn diese Eigenschaft wird ja auch durch Distanzierung und Unnahbarkeit erzeugt. Durchaus in dem Sinne, den etwa Walter Benjamins berühmtes Diktum nahelegt, die Aura sei die einmalige Erscheinung einer Ferne, so nah sie sein mag. Wobei die Tatsache, dass es sich bei den Screentests um Stummfilme handelt, dieser Wirkung extrem zugutekommt, denn wie Warhol selbst so schön formuliert hat, Aura must be until you open your mouth. Natürlich ist es nicht zuletzt die Tatsache, dass wer hier auf dem Prüfstand steht bzw. sitzt, nicht für eine bestimmte Rolle gecastet wird, die Warhol-Screentests von gewöhnlichen Probeaufnahmen unterscheidet. Insofern lässt sich die Handlungsanweisung, die der Situation zugrunde liegt, auf die paradoxe Formel bringen: performe dich als du selbst. Kein Wunder, dass man die Screentests auch als Existenztests beschrieben hat. These Screentests are not aptitude tests, but existence tests. Are you visible? So Wayne Kirstenbaum für die Screentests. Getestet wird, wie Sie jetzt ihrerseits feststellen können, aber auch der Betrachter und die Betrachterin, die den Blicken des Gefilmten ausgesetzt werden. Sehen und gesehen werden, das ist nicht nur ein Imperativ für Leute mit Celebrity-Ambitionen, sondern eine existenzielle Tatsache, die Maurice Merleau-Ponty auf den Befund gebracht hat, Zitat, dass wir im Schauspiel der Welt angeschaute Wesen sind. Zitat Ende. Ich möchte aber auch noch vorweg schicken, dass bei diesem Screentest von Richard Rehm, also diesen von Vieren, es sich insofern um ein untypisches Beispiel handelt, als Warhol hier mit Kamerabewegungen und Fokusverschiebungen arbeitet, während die meisten Screentests mit Standkamera aufgenommen wurden und Warhol oder derjenige, der sie aufgestellt hat, sogar den Raum verlassen hat. Außerdem kommen hier technische Störungen ins Spiel, aber genau darauf werde ich gleich nochmal zurückkommen.
Wie auch in einigen anderen Filmen dieser Zeit lässt Warhol bei den Screentests am Anfang und am Ende den Leader des Bands stehen. Und was man hier nicht gesehen hat, sind die weißen Punkte, die die Perforation der Seriennummer auf den verblassenen Gesichtern hinterlässt. Und beides unterstreicht, also fungiert so als Reminiszenz natürlich an die Materialität des Films und produziert einen, nichtsdestotrotz so einen Effekt der Entrückung. Wie Sie in dieser Aufnahme gesehen haben, oder an diesem Beispiel gesehen haben, macht sich hier aber in der Aufnahme zusätzlich nach wenigen Sekunden schon eine technische Störung bemerkbar, weil offenbar das Filmband aus der Halterung verrutscht ist. Jedenfalls entsteht dieser vertikale Verwischungseffekt, der an die Abweichungen oder auch Transmutations innerhalb der Siebdruckserien erinnert. Dieser unbeabsichtigte Effekt überlagert sich mit Warhols bewusster Kameraaktivität, den für die Screentests ungewöhnlichen Fokuswechseln, Zooms, Tilts und Schwenks, die das unbewegliche Testobjekt umso mehr als ein Bild erscheinen lassen, das abgefilmt wird. Warhol hat die ersten Screentests, bei denen sich die Porträtierten nicht bewegen sollten, in Anspielung auf das Wort Movies, auch als Stillies bezeichnet. Aber während jetzt hier Richard Rehm in einer mustergültigen Passivität verharrt, ist es die aktive Kamera, die die Tatsache unterstreicht, dass es ausgerechnet ein Bewegtmedium ist, mit dem hier ein Tableau vivant hervorgebracht wird, weshalb man die Screentest-Tests auch zutreffend als Conceptual Hybrids bezeichnet hat. In Mrs. Warhol, und ich komme jetzt zum Schluss, wiederum bewegen sich sowohl die Kamera wie die Objekte, die sie in den Blick nimmt. Was mich zu guter Letzt dazu bringt, noch einmal auf Warhol etwas irritierende Kameraarbeit in diesem Film zurückzukommen. Zwar finden sich auch hier Standkameraaufnahmen, darunter eine längere Eingangssequenz, bei der die klassische Talking-Head-Perspektive durch eine Halbseitenansicht auf Julia Warholer variiert wird, deren Blick so neben die Kamera geht, von wo Richard Rehm mit ihr spricht. Auf diese Sequenz zum Beispiel trifft sicherlich zu, was Douglas Crimp festgestellt hat. Ich zitiere, "The steady gaze of Warhol's camera lets self-awareness seep into these people's self-portrayals. I'd almost like to say, contradictorily, in spite of themselves, self-aware in spite of themselves." Selbstbewusst trotz ihrer selbst, das wäre wohl so aufzufassen, dass der Kamerablick noch einer tendenziell selbstvergessenen Erscheinungsweise eine reflexive Dimension verleiht. Und das ist sicher auch zutreffend für wenige Momente des Films. Der Gesamteindruck des Films wird aber von solchen Sequenzen dominiert, in denen eher unmotiviert wirkende Kamerabewegungen die Perspektive auf die häusliche Szenerie verwischen oder die ohnehin eher schlechten Lichtverhältnisse durch zusätzliche Schatten verdüstert werden. Während in den wiederholten Bemühungen, das Blumenmuster von Julia Warholers Bluse zu fokussieren, noch der Versuch erkennbar sein mag, mit der Materialität ihrer Kleidung eine stilistische Eigenart in den Blick zu rücken und womöglich zu einem eigenwilligen Fashion-Statement zu transzendieren, lässt sich der häufig abgeschnittene Kopf ihres Mitspielers nur schwerlich als Versuch interpretieren, die Kadrierung auf die Hauptdarstellerin zu zentrieren. Mehrfach wird mit dem Zoom auf die Etiketten der Lebensmittel, die Julia zum Kochen verwendet, auf ein Idiom der Pop-Art verwiesen, das Warhol in seinen Siebdrucken mit etabliert hat, Stichwort Campbell Soup. Trotzdem, wenn J.J. Murphy, der eben dieses vor kurzem ein Buch über die Filme Warhols veröffentlicht, dem es auch zwei, drei Seiten über Mrs. Warhol gibt, wenn Murphy betont, dass, Zitat, "a red striped tablecloth gives the composition more visual interest" und die Beschwörung von more visual interest noch einmal mit Bezug auf Warhols Gebrauch von assorted fabrics wiederholt, wirkt das doch etwas bemüht.
Wir können nach dem Film nochmal darüber diskutieren, aber ich wage zu behaupten, dass Mrs. Warhol nicht unbedingt zu den Filmen Warhols gehört, in denen die formale Konsequenz, die Komposition, die Herstellung von Visual Interest zu einem eigenen ästhetischen Statement gerinnt. Und sei es ex negativo, wie man das etwa für die Verweigerung von kurzweiliger Unterhaltung behaupten könnte, mit denen der über 8-stündige Anblick des Empire State Buildings in Empire seine Zuschauerinnen konfrontiert. Dass er aber trotzdem gerne und zu Recht als memorable, als unvergesslich bezeichnet wird, verdankt sich vor allem der in ihren allen Facetten äußerst charismatischen Erscheinung von Julia Warhola, der Warhol mit dieser Aufnahme eine Bühne bereitet hat. Und ich wäre fast versucht, in Anlehnung an Crimp zu sagen, in spite of his cinematography, wenn mich nicht eine Formulierung von Stephen Koch, der 1974 mit Stargazer, Andy Warhol's World and His Films, eines der ersten Bücher über Warhols Filme vorgelegt hat, wenn mich also dieser Koch nicht mit einer Bemerkung über die Kameraarbeit in Hedi, die ja ähnlich auffällig ist und eben sozusagen zeitgleich mit dieser nicht sofort einleuchtenden Kamerabewegung arbeitet, wenn er mir nicht das mich nicht auf eine Idee gebracht hätte, die ich Ihnen abschließend noch zu bedenken geben möchte. Koch führt nämlich Warhols visuelle Ablenkungsmanöver von der Hedi zugrunde liegenden Story darauf zurück, dass the camera got bored, dass die Kamera sich gelangweilt hat. The inattentive camera, schreibt er, is one of Warhols most pronounced stylistic habits. That camera will not give the spectacle before it its full concern. Ich glaube nicht, dass dies so auch auf Mrs. Warhol zutrifft, weil die Kamera hier durchaus in der Szene bleibt, die Bewegung der Beteiligten auch mit Interesse verfolgt. Worauf es mir ankommt, ist Kochs anschließende metaphorische Umschreibung desselben Befunds. Ich zitiere: That camera is like a restless child who keeps looking away, staring around the room, not giving in to that dominating experience that is everybody else's concern. Or, to change the metaphor, the camera exerts its refusal as if in a seduction, like a woman who absolutely will not acknowledge the sexual situations a man is obviously attempting to create. Zitat Ende. I kiss nobody, wehrt sich Julia Warhola gegen die Annäherungsversuche Richies, der immer wieder auf der Rolle des Ehemannes besteht. Sie wird ihm aber wenig später, nachdem er sich hingekniet hat, weil er ihr too big ist, zärtlich die Haare aus dem Gesicht streichen, wie einem Kind. Kochs Kindermetaphorik aufgreifend, ließe sich von der Kamera in Mrs. Warhol vielleicht behaupten, dass sie mit der Mutter zu spielen versucht. Einer Mutter, der ihr unbefangenes Mit- und Gegenspiel ihrerseits kindliche Züge verleiht. Überhaupt scheint Julia Warhol mehr zu spielen als zu schauspielen. Rastlos ist diese Kamera vor allem insofern, als sie der Rastlosigkeit der Mutter gerecht werden zu wollen scheint. Einmal aufgestanden ist Julia Warhol ständig in Bewegung, in dem Bemühen, die anwesende Filmfamilie zu versorgen. Koch sieht in der rastlosen Kamera das dialektische Gegenstück zur unbeweglichen, starren und starrenden Kamera Warhols und führt als Beispiel für Letzteres den Film Sleep an. Auch den haben Sie ja schon gesehen, wobei mich interessieren würde, wer ihn auch ganz gesehen hat. Aber gut. Ein solches Gegenstück gibt es auch zu Mrs. Warhol, denn Andy hat von seiner Mutter auch ein Schlafporträt gemacht. Und das heißt in diesem Fall, die Kamera eingeschaltet und mit Freunden telefoniert. Sleep, der Film Sleep, is awake, eine Wache, schreibt Wayne Kirstenbaum. Und es liegt nahe, hier einen Bezug zu den durchwachten Nächten herzustellen, die Julia Warhola am Bett des kranken Andy verbracht hat. Neben der Kamera, die sich wie ein Kind aufführt, gäbe es demnach auch eine mütterliche Kamera in Warhols Werk. Aber vielleicht heißt das jetzt auch, es mit den metaphorischen Kurzschlüssen, zu denen ein Film über The Mother of Pop Art verführt, etwas zu übertreiben. Sehen Sie selbst.
sofort als es anfing, hast du gesagt, warte mal, die Rollen sind in der falschen Ordnung. Ja. Aber wir haben dann, ich habe mit Urs Burry gefragt, wir haben so nachgeschaut, wir haben alle so der MoMA, das MoMA-Titelbild am Anfang gesehen. Mhm. Aber die Kopie, die du vorher zur Sitzung bekommen hast, hatte die Rollen in einer anderen Ordnung. Genau, also ich habe eine digitalisierte Version der Warhol Foundation, in der die Rollen andersrum angeordnet sind. Mein Vortrag hat sich auch auf diese Anordnung bezogen und ich glaube auch, dass das die sinnvollere und die korrekte Anordnung ist. Was dafür spricht mehreres. Das auffälligste Indiz ist vielleicht das grüne T-Shirt, das Richard Rehm in den Kochszenen trägt und dass er eben dass ihm in der Bügelszene, um es mal so abzukürzen, von Julia Warhola angeboten wird, um eben sein Hemd zu bügeln. Das ist zum Beispiel eine Sache. Ich finde, man merkt es aber auch in der zunehmenden Entspanntheit sozusagen, die im zweiten Teil, der zweite Teil, also der ich sag jetzt mal, der Kochteil ist viel spielerischer, performativer, alberner, während der erste Teil ja mehr so klassische Porträtaspekte mit so einer Cinema-Verité-Dimension eigentlich bedient. Ne? Ja, ich könnte jetzt noch ein paar andere Gründe dafür nennen, aber ich glaube tatsächlich, dass es mehr Sinn macht, die Rollen anders anzuordnen. Dass das jetzt so eine autoritative Institution wie das MoMA das jetzt so macht, würde ich jetzt nicht überbewerten. Also ich glaube, dass das die haben die einfach so nach der Restauration zusammengestellt und inzwischen scheint sich auch seitens der Warhol Foundation, wo es zumindest einen, also den Kurator für Film und Video gibt, der sich auch mit Warhols Mutter befasst, der hat sicher was damit zu tun, dass die dort in der anderen Reihenfolge jetzt präsentiert werden. Also wir werden das so weitergeben, auf jeden Fall ans MoMA. Ja, ich glaube, das wäre wirklich ganz gut. Dass, ja. Ich war jetzt nicht völlig überrascht, das so rumzusehen, weil Murphy zum Beispiel, den ich ja erwähnt habe mit seiner Studie The Black Hole of the Camera, der bezieht sich auch auf diese Reihenfolge. Und das war mir ja schon, deswegen war ich jetzt, habe ich auch sozusagen schon Gründe dafür gesammelt, warum es andersrum ist, weil ich sozusagen auf diese Fehlleistung schon mal gestoßen bin. Aber das mit dem, das Joghurt, das könnte man noch mal kurz überlegen, weil ob er das am Ende aufisst oder ob er das anfängt zu essen. Aber von dem Joghurt ist auch noch mal die Rede im ersten Teil. Ja. Ich glaube nicht, dass das Joghurt ist mir auch aufgefallen. Ich glaube nicht, dass es sozusagen für diese Lesart oder Anordnung spricht. Aber muss man nochmal genauer gucken. Gut, vielleicht greife ich nur ein Thema auf und dann können wir dann in eine Diskussion kommen und auch gerne so Fragen vom Publikum entgegennehmen oder Bemerkungen. Jetzt, dass wir das angeschaut haben, nach deiner Einführung, einführende Worte in deinem Vortrag, wo du dann verschiedene Zusammenfassungen, wo du dich damit auseinandergesetzt hast, scheint es mir wirklich persönlich überhaupt nichts mit dieser ganzen Reihe von Warhol-Filmen zu tun, wo es geht um, lass uns sagen, Mario Montez, der dann ein Hollywood-Diva spielt, sozusagen so Hedy oder More Milk Yvette oder Lupe, Lupe ist Edie Sedgwick, aber oder Harlot, weil es scheint mir eher einfach in diese Reihe von Filme, wo die Leute einfach ohne Drehbuch, ohne Bezug auf Hollywood einfach irgendwie da vor der Kamera hingestellt wird und auf ihre eigenen Ressourcen verlassen würde. Mit dem einzigen Unterschied, dass es ist einfach für mich so ein unerwartet charmant, warmherzig, fast so wie Douglas Crimp so schön sagt, fast ein Bild von
appealing domesticity. Etwas, was man in Warhol-Filmen irgendwo anders, meiner Meinung nach, sehr selten, wenn überhaupt, sieht. Mhm. So eine Wärme zwischen die zwei Menschen, die da zu sehen sind. Das finde ich irgendwie, ich weiß nicht, ob du so Bemerkungen hast dazu. Also natürlich bin ich tatsächlich dieser ganzen Glamour-Schiene durch diese Synopsen sozusagen aufgesessen, also sozusagen strategisch aufgesessen, um diese Verbindung herzustellen, dass Warhol eben hier bei einem Film von seiner, über seine Mutter irgendwie sozusagen auch nicht anders kann, als mit solchen Star-Unterstellungen zu arbeiten. Und klar, klafft das auseinander, wenn man den Film sieht. Gleichzeitig glaube ich, der Film wäre nicht, hätte nicht diese, würde diesen spezifischen Charme nicht auf diese Weise zutage befördern, wenn es gar keine narrativen Hints gäbe. Also ich glaube, diese suggestiven Fragen und dieses immer wieder Einwerfen, das ja durchaus auch so ein bisschen forciert, dann nochmal zum Beispiel von Paul Morrissey im Hintergrund, nochmal im meines Erachtens zweiten Band, nochmal so eingefordert wird, nachdem der erste Teil sehr stark einfach Julia Warholer als die Person mit ihrer Lebensgeschichte, die sie ist, in den Vordergrund gespielt hat, wird ja, also in der Küchenszene wird das schon nochmal sehr stark forciert. Man hat den Eindruck, beim Bandwechsel wurde das auch vielleicht nochmal thematisiert. Und es bringt so rudimentär diese Star-Unterstellung auch eingebracht wird, bringt sie sozusagen das an Julia Warholers Performance hervor, was sich dem natürlich auch komplett widersetzt. Also ich glaube, als Trigger hat es doch eine Funktion, die ich nicht, ich habe das ja, glaube ich, auch, also ich habe das zumindest deutlich machen wollen, dass die Parallelen zu den Impersonations von Mario Montez, Jean Harlow, Hedy Lamarr, Lana Turner in dem Yvette-Film, dass die natürlich nochmal ganz anders mit der Affirmation dieser Mainstream-Star und vor allen Dingen Superfrauen arbeiten. Ne? Also das ist natürlich bei Mrs. Warhol so nicht gegeben. Mhm. Aber dass sozusagen die Diskrepanz als Trick funktioniert, der sozusagen, der dann ganz eigene, auch sowas wie also absurderweise dann oder paradoxerweise sowas wie Authentizitätseffekte auch hervorbringt. Das wäre mir schon wichtig. Ich glaube, es ginge nicht ganz ohne das. Es fängt ja schon übrigens auch, wenn man tatsächlich davon ausgeht, dass diese Talking-Head-Perspektive den Eingang des Films darstellt, fängt es ja schon an mit Richie, der aus dem Off erstmal irgendwie damit spielt, mit seinem Alter, ja? How old are you? Und so. Also es muss einen Input geben, der nicht den realen Bedingungen entspricht, um dann sowas zum Vorschein zu bringen, wie so, ja, wie die Carrots und die 14 Carat oder auch der Academy Award. No, und Julia Warhol spricht von War. Und er sagt, Richie sagt, a war, so you got it for a war movie. Und sie will aber über den Krieg sprechen, ja. Das kommt irgendwie nur zum Vorschein durch diesen sozusagen übersteigerten fiktionalen Phantasmen übersättigten Input. Hier gibt es eine Bemerkung im Publikum. Vielen Dank erstmal nochmal für den Vortrag und das Screening. Wir hatten ja ein paar Mal in der Reihe schon über das Verhältnis On-Screen, Off-Screen und die Kommunikation, die da stattfindet, gesprochen. Das fand ich jetzt hier auch nochmal interessant sozusagen mit der Kommunikation. Einmal die Blicke, aber auch die verbale Kommunikation, die ablief zwischen den beiden und dem Team hinter der Kamera und hinter Mikro, und einmal ist ja dann auch auf das Mikro oder die Tonaufnahme auch geschwenkt worden. Das würde mich mal noch näher interessieren. Können Sie dazu vielleicht noch was sagen?
Ich glaube nicht viel mehr als das, was Ihnen auf, also was Sie selber jetzt beschrieben haben. Es ist, also es ist natürlich auffällig, dass diese Durchlässigkeit so zugelassen wird und dass Julia Warholer sie auch sucht, ne? Also sie ist ja diejenige, die der, die sozusagen den Außerfilm oder den Offs-Bereich adressiert. Und zum Beispiel der Tonfrau Komplimente macht oder Paul auch was zu essen anbietet und nochmal nachfragt, ob er noch was trinken möchte oder so. Also so ganz auf so einer ganz banalen Ebene entspricht das natürlich diesem Geschehen lassen und sozusagen der Ermöglichung einer Durchlässigkeit sozusagen der filmischen Situation und der Sichtbarkeit des filmischen Dispositivs, die dieser Aufgeschlossenheit für Unfälle, für Unvorhergesehenes, für die Sichtbarkeit der Materialität des Films entspricht, mit der Warhol allenorts arbeitet. Es wäre eigentlich fast überraschender, wenn die On-Off-Unterscheidung clean wäre. Ja, ich überlege nur, dass für mich irgendwie hier hat man ein besonderes Off und das ist so eine Art familiäre Off, dass man durch das und auch die Stimme so am Anfang, deswegen würde ich irgendwie neigig zu deiner Perspektive, dass der zweite Roller eigentlich der erste sein sollte, aber weil auch wie es anfängt, ist so klassisch frühen Warhol-Stummfilme mit Off-Stimme, die dann fragt jemand an einem On, so wie Screen Test Nummer 1, Screen Test Nummer 2 und so weiter und Beauty Number 2 haben wir gesehen, aber normalerweise diese Stimme, die dann die versucht, irgendwas zu provozieren. Es ist eine provozierende Stimme von den Off, die irgendeine Reaktion erzeugen will an dem On. Wogegen hier haben wir es nicht damit zu tun, meiner Meinung nach. Haben wir es mit einer Art freundlicher, intimer, familiärer Beziehung zwischen On und Off, was vermutlich unbedingt damit zu tun hat, dass es Andys Mutter. Und der einzige andere Film, wo man das so ein bisschen interessanterweise sieht, habe ich kurz erwähnt, was sofort einfällt, ist ein Film, was wir leider hier nicht in der Reihe zeigen, aber der Film Ari und Mario, wo Mario Montez als Babysitterin angenommen wird für Nicos Sohn Ari Bologna, so der 8 oder 9 ist. Und da ist auch eine sehr interessante Beziehung zur Mutterschaft, wo Nico da ist, gibt ihr Sohn an Mario ab und dann Mario sollte irgendwie mit diesem verrückten, nervendes Kind durch alle seinen Charme, und er hat wahnsinnig viel Charme, er versucht ihn irgendwie ernsthaft zu unterhalten und zu und ab und zu ist es zu viel und dann Nico kommt von hinter der Kamera und beruhigt dann ihr Sohn. Und da finde ich auch ein sehr interessantes On-Off-Verhältnis, was nicht genau das Gleiche ist, aber es wäre sehr interessant, die beiden zusammen zu sehen. Das ist so eine meiner ersten Gedanken zu On-Off. Das ist übrigens auch das einzige Kind, das in den Screen-Tests vorkommt. Also Screen-Tests gibt. Das Kinder, also Kinder sind ja in Warhols Werk nicht so vertreten. Ja, und auch ältere Menschen sind auch nicht vertreten, nur hier und in Paul Swan, der so 80-jährige Tänzer, so das ist auch sehr interessant, aus dem Grund, sie zu sehen. Hat jemand Fragen zu der Mutterrolle? Das finde ich fand ich sehr anregend, so einige die Assoziationen, die Brigitte erwähnt hat, auch so mit der Verbindung, so Mrs. Warhol, so wer ist Mrs. Warhol in dem Sinn? Ich meine, das ist Andys Liebhaber, der dann da vor der Kamera ist und er ist da mit Mrs. Warhol und wie du das dann erzählst hast, Mrs. Warhol kann gleich für Andy stehen, ist das dann ein Ersatz? Mrs. Warhol hat schon für ihr Unterschrift, hat schon Andys Unterschrift geschrieben in seine frühen Arbeiten. Ist sie da, weil Andy
irgendwie sich nicht mit seinem Boyfriend zusammen in so einer Art Häuslichkeit zeigen will. Aber gleichzeitig ist Andy natürlich, ist Andys Boyfriend natürlich ebenso Andys Surrogat oder Platzhalter. Mhm. Sodass es so Mr. Warhol. Genau. Dass die Ersetzungen auch nicht einwandfrei zuzuordnen sind, was dieser ganzen inzestuösen Konstellation, die sich dadurch ergibt, also die sich sozusagen aus der Überlagerung von Rolle und Realpersonen und ihren Beziehungen ergibt, ziemlich komplex macht und diese vielleicht auch dazu beiträgt, dass diese Familie nichts im schlechten Sinne Reaktionäres, Traditionelles oder so weiter. Also weil diese Subtexte ja alle mitschwingen. Deswegen kann man das, glaube ich, auch diese Form von Domesticity so gut ertragen, weil sich darin ja diverse Allianzen überlagern, also sagen, oder auch erotische Beziehungen. Ja, aber wir fanden Andy so eine interessante Abwesenheit so in dem Film, dass viele werden erwähnt, Paul in der zweiten Rolle. Er ist der Einzige, der nicht in diese Familie, der in dieser Familie nur in seinen Platzhaltern irgendwie präsent ist. Also er muss ja, er ist hinter der Kamera, es wird der Off-Space wird adressiert, aber Andy kommt eigentlich als Einziger nicht vor. Was ist schon eine Art von Auslassung in dieser beschriebenen Öffnung, die auffällt und auf eigenartige Weise kongruiert mit dieser doppelten Präsenz in, in den Figuren. Es gibt Reginger Pranger. Ja, danke für Ihren Vortrag. Ich wollte auch zu dieser Reihenfolge, es leuchtet mir sehr ein, dass das die umgekehrte sein müsste, weil ich ganz überrascht war bei dem zweiten Teil, dass man dann mit einer konventionellen Porträtaufnahme auf einmal sich gegenüber sieht und es eigentlich anfängt. Wenn es dann doch der Anfang ist, dann würde es mehr einleuchten. Das ist sozusagen, dass man in so eine Falle geführt wird, dass man zum ersten meint, es ist eigentlich wie ein Interview und Lebensgeschichte und sie ist ja ganz toll ins Bild gesetzt und es ist statische Kamera und die Kamera ist völlig zentriert auf dieses Gesicht. Das ist auch ganz toll ausgeleuchtet und man kann also das alles gut lesen, also verstehen weniger, aber also es ist ja erstmal wie so ein Porträt und dann wird es doch sehr dekonstruiert, wenn man jetzt dieser Reihenfolge, die Sie vorschlagen, folgt und dann würde also diese zweite Rolle, die jetzt eben die Küche betrifft, dann eigentlich eine Dekonstruktion sein dieses Porträts. Also so verstehe ich es dann und so kann ich es eher in die Reihe der Filme stellen, die wir gesehen haben. Also auch Sleep zum Beispiel ist ja auch eine Dekonstruktion. Also der Körper wird fragmentiert und am Schluss steht dieses Bild des Todes. In dem Zusammenhang würde mich mal interessieren, nochmal zurückkommt auf Ihre Bemerkungen zu dieser entfesselten Kamera. Ne? Da passt ja eigentlich auch nicht mehr diese Perspektive auf diese Menschlichkeit, die jetzt vor allem fokussiert worden ist in der Diskussion, also diese schon überraschende Herzlichkeit, die herausgestellt wird oder wie Sie auch überzeugend herausgestellt haben, über diese Theatralik oder über diese Versatzstücke der konstruierten oder der zitierten Giftmord-Narration wird sozusagen das Reale sichtbar gemacht oder eigentlich so eine alltägliche funktionierende soziale Beziehungen würde ich auch mitgehen, aber es gibt doch auch diese Ebene der Abstraktion und dieser völlig dann sich lösenden Kamerabewegungen, die eben nicht mehr zentriert ist auf die Person und gerade in dieser Küchenszene dann die Verpackungsoberflächen und dann auch schon in der Bügelszene, da gibt es so ganz tolle Bilder von eben diesem Blumenmuster und es scheint doch sehr viel auch mit diesen Oberflächen von Textilien, mit Ornament, also auch diese Waren, also diese Logos von den Verpackungen, also die werden ja auch ganz ernst genommen und also Domesticity scheint da ja auch, also in Bezug auf das Interieur und diese Oberflächen des Interieurs, eine Rolle zu spielen. Wie kann man das aufnehmen? Ich habe das ja als Problem auch im Vortrag adressiert, dass ich da keine kohärente Lesart so anbieten kann,
aber hab eben mein Vorschlag setzt ja dann bei dieser Idee, bei dieser Metapher Stephen Kochs, der kindlichen Kamera sozusagen an. Ne? Also dass die das sozusagen in der, das ist natürlich ein bisschen billiger Trick, jetzt sozusagen das Thema des Films in die filmischen Verfahren so rein zu projizieren. Ich glaube aber, dass dafür tatsächlich was spricht, also diese Art des, also die beiden Beispiele, die Sie erwähnen, die Fokussierung des Stoffes, der Materialität, der Oberfläche auch der Mutter oder der fühlbaren Oberfläche sozusagen, also nicht nur Sicht, sondern auch fühlbaren Oberfläche der Mutter und die Lebensmittel, die da fokussiert werden. Und natürlich, klar, sofort das klassische Pop-Art-Idiom aufrufen. Aber eben doch auch das sind, was vielleicht sowas wie Signifikanten für die Näheverhältnisse, die man irgendwie zur Mutter haben kann, auch darstellen. Also ich habe schon den Eindruck, dass, also ich würde am ehesten darin irgendwie auch so eine Suche, also nach einer Möglichkeit dieser Frau, die da die ganze Zeit auch so mit ihren Aktivitäten beschäftigt ist, auch irgendwie näher zu kommen. Also sie wird immer wieder weggestoßen, sozusagen weggezoomt, aber sie wird auch immer wieder durch dieses Heranzoomen, Schärferstellen, wieder defokussieren, auch irgendwie habhaft gemacht oder berührt. Das wäre, ich kann verstehen, wenn Sie das nicht überzeugen. Ich würde ehrlich gesagt auch gerne vielleicht mal aus dem Publikum hören, wie Sie das wahrgenommen haben, weil ich halte es also auf keinen Fall für eine Selbstevident, also für ein Verfahren, von dem man sofort sagen kann, ja klar, hier wird sozusagen vom Narrativ abgelenkt, hier wird nicht vom Narrativ abgelenkt. Also es geht nicht so richtig auf. Also die Strategie dahinter ist nicht sozusagen eine, die irgendwie konsequent durchgehalten wird, sondern es geht irgendwie um sowas wie eine Suchbewegung. Vielleicht sehen Sie es anders. Bitte, gerne. Also ich wäre dafür für sachdienliche Hinweise auch dankbar. Ich finde es schon interessant, dass nochmal, also in dem Zusammenhang auch nochmal die Tatsache hinzuzunehmen, dass es eben auch ausgerechnet von Julia Warholer auch ein Porträt als Schlafende gibt, ne? Ein Filmporträt, also so eine Art, und eben, ich habe das ja erwähnt, also ein 20-minütiges, 20-minütige Aufnahme, die ganz in diesem Warhol Screen Test, Eat und so weiter Stil, mit Stehkamera und absentem Kameramann, der nur noch als Telefonstimme zu hören ist, gibt. Das ist ja ganz offenbar sozusagen ein Gegenstück zu diesem Wüsten bewegen und Gesume, das sich in diesem Film abspielt. Wenn ich kurz was sagen darf, ich würde nur auch im Kopf behalten, dass die Zoomen, die wir hier sehen, ganz anders sind, als was man, ich weiß nicht, wir haben das nicht in der Reihe gezeigt, aber ich weiß nicht, was wir in der Reihe gezeigt haben, das hat diese klassische aggressive Zoom von Warhol. Das hat man in The Velvet Underground, in Nico, der Film, das hat man in The Closet, das hat man auch in More Milk Yvette, wo er so in auch zu dieser Zeit, in 66, wirklich so aggressiv reingezoomt hat und zurück. In The Chelsea Girls werden wir das sehen und die Kamera sehr hart geschwenkt hat. Ich weiß, wir sprechen über einen Film über seine Mutter, so die Tendenz könnte sein, dass man das über versüßt in die Lesart, aber trotzdem finde ich, als ich das angeschaut habe, sehr so rund, weich, dass die Abstraktion ist nicht, es geht nicht um die Architektur, so ich finde die Domestizität so nicht
auf der relevant, aber ich finde einfach, dass die Art und Weise, wie die Kamera hier bewegt, ist, für mich ist es nicht wirklich kindlich. Ich finde das eher kindlich, wenn er einfach ständig reinzoomt für eine längere Zeit und aggressiv. Wogegen hier scheint es mir etwas einfach sanfter irgendwie. Nicht so kantig, nicht so eckig, nicht so, wenn ich mich erinnere. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass wir sehr aggressive Schwenke hätten. Es war sehr, und auch sein rein, es war Zoom, fokussieren, dann so langsam zurück, nicht wirklich schnell zurück. Ich meine, was ist vielleicht jetzt, ich habe jetzt noch eine Idee dazu, und zwar, dass es natürlich verhindert, dass diese ganze Domesticity und küchenmäßige Gemütlichkeit, die sich in dieser, also die sich genau in dieser zweiten Hälfte des Films etabliert, nochmal sozusagen auch verfremdet wird und auf ihre Bildhaftigkeit und so weiter zurückgeworfen wird. Ne? Dass es auch eine Form von Störung geht, die auch so einer Sentimentalität und so einer gewissen Coziness auch wieder so eine Stilisierung abgewinnen will. Das käme ja vielleicht diesem Vorschlag auch darin, so eine etwas abstraktere Herangehensweise zu sehen, entgegen. Das finde ich eigentlich, also das wäre nochmal eine Perspektive, die man da vielleicht mal verfolgen könnte. Das ist so auch, also das ist einerseits, also es geht nicht um eine radikale Störung, aber um eine, sozusagen, um eine Thematisierung von Medialität, von Repräsentation und von der Tatsache, dass wir jetzt hier nicht als Zuschauer auch nicht mit, sozusagen mit in der Küche sitzen, sondern einem Spektakel beiwohnen, wie immer häuslich und unspektakulär das in vielen Momenten sein mag. Ich habe noch einen anderen Teilaspekt, der mich interessiert, weil die beiden haben ja auch zusammen gewohnt, also Andy und seine Mutter. Das heißt, effektiv ist das ein Film, der in seiner Wohnung spielt. Das heißt, ist das nicht im Grunde auch ein Versuch, ein Image zu kreieren und zu zeigen, hey, hier wohne ich in so einem Umfeld? Dann spielt die Architektur vielleicht doch eine größere Rolle, als du es jetzt gerade gesagt hast, Marc. Ist das vielleicht auch noch ein Aspekt, der auch bedenkenswert ist, oder war das damals eher geheim? Also wusste man das nicht, dass die zusammen gewohnt haben? Also man wusste es auf jeden Fall, aber es gibt, also ich habe ja diesen etwas sozusagen gerüchteartigen Text, Interviewkommentar von Carrie, seinem Assistenten der 50er Jahre, zitiert, der sagte, ja, das ist schon was Besonderes, wenn man dazugelassen wird. Also es gab schon sozusagen auch eine Grenze, also das ist auch, geht auch aus anderen Quellen eigentlich hervor, dass es jetzt nicht völlig selbstverständlich war, dass man Warhols Mutter kannte, wenn man irgendwie im Factory-Umfeld unterwegs war. Sie war auch nicht, offenbar wohl nicht, nie in der Factory oder so. Ob das jetzt allerdings für eine Image-Kampagne, um es jetzt zuzuspitzen, wäre es natürlich ein eigenwilliger Ansatz, ne, im Ergebnis. Man könnte natürlich dann sagen, ich meine, der Film wurde ja auch meines Erachtens nicht gezeigt. Und ich glaube auch nicht. Insofern glaube ich tatsächlich, dass es auch so einen bestimmten Intimitätsvorbehalt da vielleicht durchaus gibt. Antje Krause-Wahl. Ja, mich würde tatsächlich auch nochmal die Rolle der Farbe in dem Film interessieren, also weil da jetzt auch noch gar nicht darüber gesprochen worden ist. Und also ich bin jetzt nicht so total trittfest, aber es gibt auch ein Commercial von Andy Warhol, der auch ganz selten gezeigt wird, wo ein Produkt, das glaube ich so ein Minüter gefilmt ist, was eigentlich auch gar nicht richtig zu erkennen ist, sondern was sich total auflöst. Also so ähnlich wie wir das bei den Mustern und bei diesen bei der Bluse und bei dem T-Shirt auch immer wieder gesehen habe. Und
Also in diesem Commercial wird ja dann ganz stark mit so einer emotionalen Qualität auch von Farbe und Wirkung und damit als Werbung oder Anpreisung von so einem Produkt operiert. Und vielleicht kommt man da auch ein bisschen weiter, wie die Farbe dann in dem Zusammenhang eingesetzt wird und auch ja eine bestimmte Aussage vom Film auf einer narrativen Ebene vielleicht auch unterstützt. Und vielleicht gerade deswegen eben nicht nur das Zoom, sondern auch eben dieser sehr auffällige Einsatz oder auch diese Kombination von Farben da eine Rolle spielen. Also nur so als ein Gedanke. Mhm. Würde ich jetzt als Kommentar dankend annehmen. Ich weiß nicht, ob du da sowas sagen möchtest. Nur wenn du das sagst, Antje, denke ich, dass auch Ari und Mario ist in Farbe und vielleicht meine Tendenz, das alles so warm und herzlich zu sehen, hat was mit der Farbe zu tun, zum Teil. Das könnte, weil wir sollten das dann schwarz-weiß vorstellen, wie das dann auch wirken würde. Ich habe ja keine andere Bemerkung, aber ich finde das relevant zu überlegen. Also empfinde das ja nicht als so wahnsinnig farbig oder warm und herzlich, muss ich sagen. Ich finde es ziemlich düster. Und die Schatten sind krass. Und ich teile diesen Eindruck nicht ganz und ich kann eher was damit anfangen, dass da so eine, dass durch diese Stoffe und so weiter und durch diese auch eher dunklen Farben, es sind ja keine grellen Farben, das mich erinnert, wenn überhaupt, da bin ich jetzt keineswegs trittfest, aber dann denke ich eher an sowas wie Manet, Renoir oder so eine bestimmte malerische Qualität, aber auf keinen Fall, also aber weniger eigentlich an jetzt so Commercial, Pop. Dieser eine, den ich da im Kopf habe, der funktioniert. Also das ist ja auch so eine ganz andere Ästhetik als diese Pop-Ästhetik, weil es eben da diese Farben sich so auflösen und mit diesem so geblurrt sind. Das ist Ice Cream Sundae. Ja, ja. Schraffs. Ja. Ja, Ice Cream Sundae. Ja. Ja, wenn es keine andere Bemerkung. Genau, also weil wir haben ja auch noch einen Part. Also wir zeigen ja jetzt noch Screentests. Also wir können es ja auch so machen, wenn sich danach noch eine Frage aufdrängt, gibt es ja dann immer noch eine Gelegenheit. Wir gucken jetzt einfach mal die Screentests an, würde ich vorschlagen. Und dann sehen wir uns nach der Rolle wieder. Es gibt 10, so man kann so einen mit Countdown 10 machen. Genau. Und die Spieldauer müsste so in etwa 40 Minuten sein, das nur für Sie zur Info. Ja. Danke. Brigitte. Ja, Brigitte Weingart schon mal. Herzlichen Dank. Danke auch für die Diskussion. Fragen aufgekommen sind oder falls Sie noch etwas zu den Screentests sagen wollen, zu Salvador Dali, warum stand er auf dem Kopf? Gibt es da? Wahrscheinlich von der Decke. Ich kann nur sagen, was man die nicht erkannt hat. Ich weiß nicht, wer alle waren, aber so der erste war John Cale von The Velvet Underground. Oh, sorry, Sterling Morrison. Ja, danke, danke. Zweite natürlich Dali. Dritte war Cass Elliot von The Mamas and the Papas. Und dann, ich weiß, es gab eine Frau, die ich nicht erkannt habe, die dann relativ statisch war, bevor Baby Jane. Und dann kam Baby Jane Holzer. Zähne putzen. Und dann, es gab viele, die ich nicht kannte, nur der Zusammenhang von Werbung und Pornografie. Oder? Ja. Nur der dann aufgestanden ist. Das ist Harry Fainlight, ein Dichter, der dann auf dem Tonband von Harlot zu hören ist. Aber die anderen weiß ich nicht. Aber es ist doch interessant, weil ich wusste nicht, wer das ist und dachte, das ist ein Dichter. Und ich habe in dem Moment nämlich gedacht, dass es doch irgendwie auch verleitet zu diesen Otto Sanders-artigen Projektionen irgendwie. Also, dass man sich doch fragt, was sind bei denen, die man nicht kennt, was sind das eigentlich für Leute? Ich weiß nur, dass Kelly Angel betont, die dann das Buch, Screentest-Buch über jeden Screentest geschrieben hat, wie oft es orale so Beschäftigungen gibt, so eine Art Oralität ist eine der oft auftauchende Themen. Ja, so Rauchen, Zähneputzen,
Kaugummi gibt es. Aber was vielleicht auch, was man vielleicht noch anmerken könnte, ist, dass das jetzt eigentlich eine Auswahl war, wo die Versionen dominieren, wo die Leute doch eine relative Beweglichkeit schon an den Tag gelegt haben. In den allerersten Screentests war ja die Auflage noch, sich tatsächlich auch nicht zu bewegen. Ne? Und das führte dann öfter auch dazu, dass es so Screentests gibt, wo die Leute dann tatsächlich auch diese Situation, also diese Starre nicht mehr so gut aushalten, beziehungsweise dass seine eigene, so eigene Effekte zeitig zum Beispiel bei dieser einen Dichterin, die dann, der dann so eine Träne Das sehen wir am Ende der Reihe. Man weiß nicht, ist es sozusagen die Anspannung oder ist es der Stress, diese Situation auszuhalten, und das öffnet natürlich jede Menge Möglichkeiten, das reinzusetzen, insbesondere durch diese lange Bildtradition, die sozusagen durch diese Träne, die dann in diesem nahezu als heilige beleuchtete junge Frau sie da sich so langsam die Wangen runter bewegt. Ja, das war Rolle 23 jetzt, ne? Also das heißt, da waren 220 Screentests schon vorher, wenn ich richtig gerechnet habe. Oder? Sind die so angeordnet? Das immer das MoMA hat die zusammengestellt. Ja, das sollte man sagen, dass diese Zusammenstellung war nie von Warhol gemacht. Das ist einfach rein zufällig in diesen Gemisch, die verschiedenen Jahren. Auch nicht chronologisch. Nicht chronologisch, überhaupt nicht so. Es ist eine Zusammenstellung, glaube ich, von Kelly Angel, die dann die Restaurierung geleitet hat. So man kann nicht einen Screentest ausleihen, man kriegt eine Rolle von 10. Und es ist ein zusammengewürfelt einfach. Warhol selbst hat eigentlich nur zweimal oder so solche Zusammenstellungen gemacht, und zwar unter dem Titel The 13 Most Beautiful Women, Boys und 13 and Most Beautiful Girls, was wiederum eine Anspielung ist auf so 50er Jahre Celebrity-Register, die ähnlich lautende Namen haben. Mhm. Und offenbar war es durchaus auch im Factory-Umfeld erstrebenswert, in diesen auserlesenen Kreis aufgenommen zu werden, was dem dann doch, also das heißt zwar einerseits, ist ja für die Screentests bezeichnet, dass sie nicht, dass die Leute nicht für eine bestimmte Rolle gecastet werden, aber das heißt natürlich nicht, dass es nicht doch irgendwie auch den Druck gibt, erfolgreich zu performen, ne? Was ja dann zu so interessanten Varianten auch führt, dass die Leute sich natürlich um so eine eigene, also in dem Moment, wo sie nicht mehr nur angehalten werden, stillzustehen, gibt es natürlich auch so einen Anspruch, irgendwie eine gute Figur zu machen. Man merkt das, also ich finde, ein gutes Beispiel dafür ist der Screentest von Susan Sontag, bei der so klar ist, es gibt zwei, glaube ich, aber in einem davon hat man den Eindruck, sie weiß so genau, dass sie eine bestimmte Form von Screen Magnetism jetzt eben als Intellektuelle auch ist, nicht bedienen kann, und so und dann so ein anderes Register aufmacht, das eher so eine bestimmte souveräne, reflexive Überlegenheit vermittelt. Also es gibt, die sind nicht so ganz so kontextlos, diese Screentest-Situation, glaube ich, wie das diese Laborsituation konstruiert. Also die Kontexte, der Kontext der Factory und der Warholschen Celebrity-Maschine eigener Couleur trägt sich da auch ein und hat natürlich auch extrem, auch seinerseits, normative Effekte. Mhm. Und auch das, diese Kompilationsfilme, ich glaube, es ist 13 Most Beautiful Women and 13 Most Beautiful Boys, finde ich. Ich glaube, es ist Women, aber auf jeden Fall sind sie kein feste Kompilationsfilme. Da hat die dann, es gibt nicht nur 13, es gibt, glaube ich, um die 20 oder 40, die dann irgendwann mal Teil von der 13 Most Beautiful Women waren. Und Warhol hat anscheinend dann immer jemanden dazu geholt, wenn er vielleicht irgendwas von denen haben wollte und wollte sie irgendwie schmeicheln oder aus irgendeinem anderen Grund. So, es war einfach ein interessanter, ich weiß nicht, so Werbestrategie, Ranking und so weiter, ja. Und
ich glaube, der Dali-Screen-Test, einer von denen, es gibt noch einen, mhm. einer von denen ist, glaube ich, auch, kam auch zum Einsatz bei dieser Multimedia-Show, deren Namen ich nie. The Exploding richtig, Plastic Exploding Inevitable. Plastic Inevitable. Inevitable, ja. Yeah. Ja, viele, eigentlich viele von den Screen-Tests hatten ihre Premiere bei diesem Multimedia-Event hinter der Velvet Underground. So einfach aus ja, Teil eines ja, multimedialen Event. Wo habe ich auch mal gelesen, dass eigentlich Warhol da jetzt nicht so einen Wert drauf gelegt hätte, dass wir die so rezipieren, wie wir das jetzt getan haben, so total still und dass man keinen schon Schwierigkeiten hat, die Wasserflasche aufzumachen und mhm. sich so störenfried vorzukommen, sondern dass es eigentlich auch ein bisschen, das würde ja auch diese kurze Form nahelegen, dass es auch so etwas Vaudeville-artigeren mhm. artigere Rezeptionsform nahelegt, ne? Dass man diese ja, die kurze sind... Clips eigentlich hat, aber Zugleich, ich finde das auch schön, wenn wir irgendwie rumgelaufen wären und Party gleichzeitig gemacht hätte. Zugleich finde ich das wunderbar und ich danke dem Filmmuseum, dass man die Gelegenheit hat, die im Kino zu sehen und nicht so blöd wie in diese furchtbaren Ausstellungen einfach auf der Faschergeschwindigkeit auf einen Monitor oder Leinwand, weil sie sind unglaublich filmisch. Ich finde es eine unglaubliche Erfahrung, hier zu sitzen und angeschaut zu werden von diesen riesigen Gesichtern und einfach diese Zeit zu überlegen. Und es ist kein Film, es ist so eine Sammlung von 10 Kurzfilmen, wenn man will. Einfach super spannend. Ich bin super müde, aber es hat mich wirklich total wach gehalten. Du sagst auch, du sprichst gerade die Geschwindigkeit auch an. Ne? Was machen diese 16 Bilder pro Sekunde anders, als wenn es jetzt 24 Bilder pro Sekunde wären? Wie würdet ihr das einschätzen? Also ich glaube, was schon mal was Besonderes ist, dass es ja keine Zeitlupe ist und dass man deswegen diese Zerdehnung erstmal gar nicht so wahrnimmt. Ne? Also die ist sehr, sehr subkutan eigentlich. Ich habe mir auch zwischendurch überlegt, wie diese Filme eigentlich aussehen, wenn sie in der falschen Geschwindigkeit, nämlich der richtigen, projiziert würden. Und den Effekt, den sie haben, ist, glaube ich, gerade dadurch, dass es auch nicht so wirklich verfremdend ist, dass es nicht so ein ganz starker Verlangsamungseffekt ist, ist tatsächlich so eine Vergespenstigung und Distanzierung, ne? Die aber natürlich den Abgebildeten dadurch zugutekommt, weil sie dadurch gleichsam so eine Enthobenheit auch haben. Also ich finde diese, obwohl sie uns so nah sind, diese Gesichter, sind sie alles andere als greifbar oder als... Das hat, glaube ich, schon sehr stark mit diesem Verlangsamungseffekt zu tun, aber auch natürlich mit dieser sehr minimalistischen Schwarz-Weiß und dem sehr minimalistischen Beleuchtung, ne, die ja meistens nur von dem letzten Beispiel jetzt abgesehen, wo es den Art Rorschach-Effekt gab durch diese beidseitige faszinierend, ne? Beleuchtung. Ja, ja. Toll, ja. Ja. Aber sonst wird ja meistens eine Seite nur von einer Seite ausgeleuchtet, was natürlich auch wieder sehr stark, also ich finde ja das an diesen Screentests auch so interessant, dass das so extrem reduziert ist und trotzdem so viel unterschwellige Signifikanz eingespielt wird, also durch diesen Zerdehnungseffekt. Dann natürlich durch die Tatsache, dass eben doch beleuchtet wird und natürlich so gerade mit dieser krassen Kontrastbeleuchtung, also diese starke Schatten erzeugt natürlich so, auf rudimentäre Weise auch so ein Code der Glamour-Fotografie angespielt wird. Stummfilm wird aufgerufen und es gibt eben diese, durch diese Lieder, ich weiß dann nie, was das deutsche Wort dafür ist, also dass die Anfänge und Enden der Filmrolle immer mitgezeigt werden und in dem Fall ja auch beschriftet, häufig beschriftet und dann immer natürlich auch schon so ein bisschen abgenutzt, was dann nochmal so eine Körnigkeit des Bildes hervorbringt. Plus diese Perforationspunkte, das sind alles nochmal so
Also das ist, sind so Beiläufigkeiten, die sich addieren zu natürlich extrem ästhetischen Gestaltung oder ne? Also bei aller, also man sagt immer, das sind ja, der hat nur die Kamera draufgehalten, das sind jetzt diese kurzen Clips, aber da kommt schon einiges zusammen eigentlich in der bei der Projektion und Rezeption dieser. War das auch Andy selbst, der gestaltet hat? Also gerade wenn man vom Licht jetzt redet, war das quasi er selber, der auch gesagt hat, für den mache ich jetzt wirklich Rorschach, für den anderen mache ich komplette Ausleuchtung? Man, also er, die ersten wurden von ihm und Jared Malanga aufgenommen. Später hat er oft, war ja auch, hat er oft einfach nur die Kamera stehen lassen. Und ich weiß nicht, ob dann auch noch andere Leute sich ein. Soweit ich weiß, ist Billy Lineage, Billy Name, mhm, für die Beleuchtung verantwortlich, ja, stimmt, ja, für alle. Den anderen, genau. Ja. Und Billy Name hat, hat Beleuchtung für Judson Church, für Theater-Events. Und ich glaube, der war meiner Meinung nach eher der wichtige Mitarbeiter aus Jared Malanga. Jared Malanga erzählt gerne, dass das war seine Idee und alles. Aber ich weiß, dass Kelly Angel so streitet das ein bisschen ab. Und es scheint, dass Billy Name wirklich die Beleuchtung in der Hand hatte. Ich weiß nicht, ob Warhol das bestimmt hat, aber ich vermute eher Billy Name. Und ich glaube, die Beleuchtung ist wirklich sehr vielfältig durch die ganze 472, dass man hat nicht nur, man kann nicht sagen, es gibt vornehmlich Licht von einer Seite. Auch hier haben wir in die 10 so viele verschiedene, vielleicht manchmal ein Licht, aber oft zwei Lichter. Baby Jane ist wirklich, ja, vielleicht das ist ein Licht von, ja, von vorne, aber ich glaube, ich meine, da hat dann Kelly Angel das besser skizziert, als ich das machen kann. Ich empfehle sehr stark dieses Buch von ihr, Screentest. Sonst keine Fragen gibt, möchte ich gerne darauf verweisen. Am 6. Februar ist die übernächste Lecture. Da wird Frau Rebentisch auch eine komplette Rolle Screentest zeigen, nämlich die Rolle 11. Und das lohnt sich dann auch nochmal ganz besonders. Es sind auch nochmal ganz besondere Persönlichkeiten dabei, habe ich gehört. Edie Sedgwick. Mhm. Und ich vergesse, und ich glaube, Doniale Luna, mhm, die wir in einem Dia, so die erste, der erste schwarze Supermodel, sehr interessante Persönlichkeit. Ja, wunderbarer Screentest auch. Ja, also das lohnt sich ganz besonders natürlich, nicht nur wegen der Doppelprojektion, die wir dann vorher haben, das wird ja ganz spannend bei uns hier, die erste Doppelprojektion nach dem Umbau. Ja, aber vorher ist nächste Woche schon die nächste Lecture, nächsten Donnerstag, und dann wird Juan Suarez nicht auf Spanisch, sondern auf Englisch, wie ich annehme, den Vortrag halten, und da geht es dann um Henry Geldzahler. Und ja, bis dahin einen guten Nachhauseweg, gute Nacht und bis bald. Tschüss. Wow.